Hallo, in diesem kurzen Video geht es um Strom, Ladung, Stromdichte und Spannung und wie das alles so zusammenhängt. Dazu schauen wir uns ein ganz einfaches Modellproblem an, wo wir davon ausgehen, dass in einem Leiter, das ist das hier, sich Ladungsträger bewegen. Also beispielsweise Elektronen. Und von diesen Ladungsträgern gibt es im Metall, naja, so ungefähr 10 hoch 28 pro Kubikmeter, also sehr, sehr, sehr viele. Und die einzelne Ladung ist die Elementarladung. Und die wird angegeben für Elektronen als ein negativer Wert, nämlich minus E mal 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere Sekunde. Das kann man also auch ausschreiben als Ampere Sekunde und ist das gleiche wie das berühmte Coulomb. Naja, die gesamte Menge hier in einem Bereich, hier beispielsweise, das ist die gesamte Ladung Q. Q könnte man schreiben als N mal E, wenn N die Anzahl der Ladungsträger ist. Nicht die Dichte, sondern die Anzahl. Na, und wenn sich das jetzt hier bewegt, beispielsweise um eine Zeit T, dann bekommt man ein Q durch T. Das hier ist die Zeiteinheit. Und das ist gleich I, die Stromstärke. Also bewegte Ladung pro Zeiteinheit ist I, die Stromstärke. Nun, wenn wir das jetzt hier betrachten, dann ist hier eine hohe Dichte vor. Das heißt also, die drängeln sich zusammen, die Ladungsträger. Und das können wir noch ausdrücken, indem wir hier eine Stromdichte einführen. Die wird oft abgekürzt mit J oder auch oft mit S, wie man das gerne möchte, sei einem überlassen. Und das ist der Strom pro Querschnittsfläche. In diesem Fall wäre das beispielsweise hier die Querschnittsfläche A. Und dann ist das natürlich als Einheit von J gleich Ampere pro Quadratmeter. Nun, Stromdichte hoch. Hoch führt in der Regel zu Wärme. Ganz so einfach ist der Schluss nicht. Aber so in etwa kann man die Verbindung schon ziehen. An dieser Stelle hier ist die Stromdichte niedrig. J gering und da ist J hoch. So, wie hängt das alles jetzt zusammen mit der Spannung? Da hole ich mir das Bild nochmal als sauberes Bild. So. Und da stellen wir zunächst mal fest, dass wir hier den Strom I haben, der hier reinfließt und der geht auch die ganze Zeit dadurch. Der Strom I, der wird zu keiner Zeit sich ändern. Ganz einfach, weil keine Ladungsträger einfach so verschwinden, sondern weil die einfach, wenn die hier einmal angefangen haben, sich zu bewegen, auch auf die andere Seite durchgehen. So, was wir aber sehr wohl haben, ist, dass es hier so etwas wie einen Spannungsabfall gibt. Hier muss es ja irgendein Gefälle geben, irgendeine Kraft geben, die das Ding hier bewegt, die die Ladungsträger bewegt. Und das ist U, in diesem Fall hier die Spannung oder die Spannungsdifferenz. Ich schreibe es mal hier als Spannungsdifferenz an zwischen den beiden Punkten. Und eine einfache Ersatzschaltung von dem, was wir hier jetzt haben. Könnte sein, dass man eine Leitung hat, hier einen Widerstand, R. Und auch über dem hat man hier jetzt einen Spannungsabfall, U.
und wir haben einen Strom I, den wir hier durchschicken. So, ich muss dazu sagen, es ist nicht so, dass in Widerständen immer eine hohe Stromdichte herrschen muss. Man kann auch einfach ein schlechter leitendes Material hier verwenden, um diesen Widerstand darzustellen, sodass nicht unbedingt in einem Widerstand auch notwendigerweise große Wärme entsteht, weil Wärme liegt ja immer darin, dass sich die Elektronen hier aneinander reiben und vor allen Dingen auch an den Gitter, an den Gitteratomen reiben. So, wenn wir uns die Leistung angucken, P, dann ist das gleich U mal I. Das ist die elektrische Leistung. Und W ist gleich U mal I mal T. Das ist die elektrische Energie. Und da haben wir wieder hier den Umkehrschluss. Das ganze Ding könnten wir nämlich als Q bezeichnen. Also könnten wir auch W schreiben als U mal Q. Und daraus können wir jetzt sofort auch bestimmen, was die Spannung ist. Nämlich U ist gleich W durch Q. Und das ist ein sehr wichtiger Ausdruck an dieser Stelle. Die Einheit zu bestimmen bleibt dem geneigten Zuhörer überlassen. Es beschreibt einfach hier die Spannung, die Arbeitsfähigkeit der Ladung. Und ist damit nichts weiter als eine Proportionalitätskonstante, die in diesem Zusammenhang hier da ausdrückt, wie man von der Ladung, die wir ja schon kennen, darüber auf das W kommt. So, das in aller Kürze zum Thema Strom, Stromdichte, Ladung und Spannung. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen und verbleibe mit freundlichen Grüßen.